Heute habe ich euch einen richtig schönen Roman mit Biss mitgebracht. Ja, er wurde geschrieben von, ich gucke nochmal, Michael Thomas Ford. Ich habe es ja nicht so mit Namen. Und der Roman heißt Jane beißt zurück. Ja, Jane Fairfax ist Buchhändlerin. Sie lebt in einem kleinen Städtchen. Sie hat eine kleine Buchhandlung und sie hat gerade eine Autorin zu Gast. Es ist eine Schriftstellerin, die das Buch geschrieben hat, Ein Treffen mit Mr. Darcy. Jane sieht dieser Schriftstellerin mit sehr gemischten Gefühlen entgegen und sie ärgert sich auch über sie. Warum, verrate ich euch jetzt nicht. Es hat aber zum Teil auch damit zu tun, dass Jane Fairfax Jane Austen ist. Sie ist irgendwann zur Vampirin gemacht worden und sie sieht jetzt diesen ganzen Hype um ihre Bücher mit sehr gemischten Gefühlen. Schließlich ist sie nur eine kleine Buchhändlerin. Sie verdient mal gerade an den Büchern, die in ihrem Laden verkauft werden. Das ganz große Geld mit ihrem Namen machen andere. Und was noch viel schlimmer ist, sie wäre gerne wieder Autorin. Sie hat einen Roman geschrieben. Sie hat ihn von einem Verlag zum anderen geschickt. Seit 100 Jahren bemüht sie sich jetzt darum, endlich wieder einen Verleger zu finden. Doch kaum klingelt das Glück an ihre Tür und ein Verleger sagt, Mrs. Fairfax, wir möchten gerne Ihr Buch verlegen. Das ist wirklich ganz toll. Wir versprechen uns da jede Menge von. In dem Moment taucht Lord Byron auf. Ja, Lord Byron, diese mystisch, fast mystische Gestalt, an der sich ja sehr viel Fantasie immer entzündet, dieser Mann hatte die gute Jane zur Vampirin gemacht. Ja, nicht nur, dass er gerade zu diesem ungünstigen Zeitpunkt auftaucht, da gibt es ja auch noch Walter in ihrem Leben. Und ja, sie weiß ja auch nicht so richtig, beißen will sie ihn nicht, aber wie soll sie ihm das erklären, wenn sie ja immer jugendlich bleibt und er irgendwann alt wird, kann sie ihm das eigentlich zumuten? Tja, und dann kommt halt noch Lord Byron dazwischen und der bringt mal wieder alles fürchterlich durcheinander. Und er hat auch noch ein sehr, sehr witziges Geheimnis. Ja, wenn es um Vampire geht, bin ich ja mittlerweile auch schon ein bisschen vorsichtig. Es gab ja diesen riesengroßen Hype, aber dieses Buch konnte mich absolut überzeugen. Die Idee ist witzig, die Charaktere sind ganz, ganz toll und man leidet so richtig mit Jane mit, wenn man so, ja, und die Manuskripte, sie kriegt die zurück und sie würde so gerne und sie klagt dann ihrem Kater Tom halt auch ihr Leid. Ja, wer könnte das nicht verstehen, wenn man sieht, dass man eine großartige Schriftstellerin ist. Alle reißen sich um einen, nur man selber darf sich nicht mit den Lorbeeren schmücken, die man ja verdient hat eigentlich. Ja, das Buch ist wirklich eine tolle Idee, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Jane beißt zurück ist von mir jedenfalls eine ganz dicke Empfehlung.